Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 8.9.2021. Und unser DAX trinkt hier schönes Teechen und macht einen ganz ruhigen. Ich glaube, dem hat keiner gesagt, dass zum Dienstag die Amerikaner wieder mit dabei sind und am Montag der US-Feiertag war. Denn vom Verhalten, muss man ganz ehrlich sagen, sieht man es gar nicht, ne? Also, das kannst du keinem erzählen, dass das hier der US-Feiertag war und das jetzt wieder der freie, voluminöse Handel mit allen zusammen. Auf jeden Fall auffällig, definitiv. Aber ja, wir brauchen gar nichts erzählen. Eigentlich die letzte Analyse hat das vorweggenommen. Wir haben gesagt, er hat gute Chancen, oben rauszukommen. Er soll aber dann eben bitte auch über die 49 drüber. Er soll über die 59, er soll vielleicht ein kleines Aufwärtscap. Er soll einfach da drüber, dass man ab der ersten Minute wahrscheinlich schon sieht, ob er drüber will, ob er drückt oder ob er einfach nur wieder nach unten zurückfällt. Und man hat ab der ersten Minute gesehen, dass er erstmal wieder nur zurück wollte. Er hat sich dann relativ lange damit aufgehalten, den, sag ich mal, noch legitimen Rücklaufbereich anzulaufen, von dem man jetzt so hätte sagen können, okay, von daher dann haben wir nach oben gekonnt. Aber da ist nichts gekommen halt, ne? Der ist da einfach nur so rumgebummelt und boah, wie als hätte er die Nase im Finger und kriegt sie nicht wieder raus. Sah irgendwie ein bisschen hilflos aus und dann ist er halt Stück für Stück runter. Und wir hatten gestern gesagt, also wenn er nach unten runtertrobbelt, dann geht er auf die 8,50 und dann geht er wahrscheinlich auch auf die 7,70. So, und jetzt ist er schon fast wieder also fast schon dran, ja. Da fehlt jetzt nicht mehr viel. Ich würde denken, das kriegt man zum, boah, was war Mittwoch? Zum Mittwoch jetzt. Kriegt man das noch und dann kommt er vielleicht erstmal wieder auch hoch. Ne? Also es hat sich ganz klar von der oberen Ausbruchskante erstmal wieder distanziert. Und ich könnte mir das gut vorstellen. Hier jetzt rein, erstmal wieder zurück und Eier schaukeln halt. Weil Mittwoch sind eigentlich nicht so die Ausbruchstage. Ich meine, es ist gut Dynamik auf den Kryptos gewesen. Den haben sich die anderen Assets jetzt noch nicht so angenommen. Es kann sein, dass das noch hinterherkommt, wenn jetzt Kryptos beispielsweise jetzt einfach nochmal so einen 20-30%-Tag hinlegen. Ne? Oder die Hauptkryptos dann irgendwie nochmal so 10% wegbrechen. Kann ich mir schon vorstellen, dass da auch ein bisschen. Es ist einfach Unruhe im Markt halt. Ne? Und es ist halt nicht mehr so, dass Kryptos nur irgendwelche Nerds und Randgruppen machen und handeln, die, keine Ahnung, die auf besonders viel Risiko aus sind. Nein, 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 nein. Das ist schon eine Asset-Klasse, die definitiv Aufmerksamkeit hat halt. Ne? Auch einen Fondsmanager irgendwo, der sieht, wenn in Kryptos auch mal was bröckelt. Auch wenn er da nicht unbedingt die Assets drin hat, aber das ist nichts mehr, was einfach so außen vor geht, weil auch einfach jeder drüber redet halt. Ne? Und deswegen geht sowas definitiv auf eine Marktstimmung mit ein. Das haben wir vor ein paar Monaten, ich sag mal so, bevor Corona so aktiv war und alles nur noch nach oben ging, war das eigentlich immer sehr, 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 sehr schön, weil natürlich der asiatische Handel noch viel, viel, viel kryptoaffiner ist, ne? Also die Asiaten sind so und so unheimlich risikoaverse, viel risikoaverse wie Europäer oder Amerikaner halt, ne? Und die sind natürlich geil auf so Kryptosachen. Und das hat man oft gesehen, dass wenn über die Nacht die Kryptos rot waren am Wochenende, dass dann die Märkte früh auch mit einem Abwärtsgap reingekommen sind. Einfach weil die im asiatischen Handel das runtergegeben, das ist nicht mehr so ganz, das hat sich ein bisschen abgekoppelt. Zum Teil vielleicht auch, weil man dort viel verboten hat in dem Bereich, aber es hat sich ein bisschen gelöst. Deswegen sind aber trotzdem so Tage, wo so minus 10 und 20% irgendwo wegdroppen, das hinterlässt schon Spuren. Einfach aus dem Grund, dass da mittlerweile auch schon so viel Volumen drin ist, dass Leute dann gegebenenfalls vielleicht sagen: Scheiße, Kacke, Mist, was mache ich jetzt? Ach komm, die scheiß Bayer, die zieht eh nicht. Verkaufe ich. Pack ich, kaufe ich, kaufe ich mir Ethereum nach. Komm, 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 schnell, 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 schnell. So in die Richtung gibt es mittlerweile auch schon Leute, die agieren und dadurch hat es natürlich einen breiteren Einfluss, wenn auf der einen Asset-Klasse was passiert, auf die andere. Ne? Also es ist nicht mehr so ganz so ein Nebenschauraum, der überhaupt fernweg von allem ist und alles nichts dahinter und das ist doch nicht begründet und so. Man muss es akzeptieren. Ja, das will ich eigentlich so sagen. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn die jetzt nochmal so einen Tag hinlegen, dass dann der Mittwoch eine Chance bekommen wird, hier ein bisschen zu überraschen. Auch auf der Unterseite alleine, glaube ich, wird es ihm nicht gelingen. Dafür ist ja Donnerstag einfach da halt, ne? Im Mittwoch ist nicht so unbedingt der große Player, um Ausbrüche zu ziehen. Das macht einen Donnerstag in der Regel. Ne? Aber er könnte zum Mittwoch halt hier versuchen, hier runter, nochmal zurück und entweder bleibt er dort
pendelt sich dann irgendwie in die Mitte ein. Das wird dann momentan am besten passen. So auf das Bild, was wir hier sehen. Hier jetzt nochmal kurz runter, dann Erholung, kleine grüne Tageskerze wieder rein und dann schön mittig für den Donnerstag bereitstellen. Ne, dass der nochmal so ein bisschen hin und her springen kann und man sich dann langsam nochmal den Kanten annähert. Aber es bleibt erstmal dabei. Wir können auch nochmal einen Tageschart reingucken. Es bleibt dabei. Wir sind nicht oben raus. Wir sind nicht unten raus. Wir sind noch immer in der Schiebezone, noch immer in der Seitwärtszone. Und da bleibt das wie jeden Tag. Ich erzähle es jeden Tag auch wieder. Auch wenn wir nach unten zeigen, der ist einfach in einer Zone, wo er fast eine 50-50 Wahrscheinlichkeit hat, was er morgen macht. Ne, er kann gerne hier unten an die 37 ran. Dafür müsste mir aber die 87 brechen, klar, klar brechen. Also nicht bloß das Gap hier zu machen bei 77, sondern da wirklich drunter. Ne, wenn der dann so eine 67 oder so 57 auch kriegt, dann schafft er auch nochmal eine 37 und vielleicht sogar schon eine 670 zum Mittwoch. Aber dann kommt er von der 670 bestimmt erstmal wieder hoch, stellt sich an die 37, um dann dem Donnerstag den Raum zur Entfaltung zu lassen. Na, das könnte ich mir gut vorstellen. Oder eben, was ich mir noch besser vorstellen könnte, nachdem der Dienstag wirklich lahm war, dass wir zum Mittwoch da noch eine Steigerungsform kriegen und er hier draufsetzt, einmal zurück. Ich gehe weiterhin, nicht falsch verstehen, davon aus, und das gehen wir auf den Tageschart, dass wir alsbald hier einen Ausbruch kriegen. Aber ich kann es nur jeden Tag betonen, der kommt, wenn er kommt. Wir haben noch kein Go, dass es nach oben geht und wir haben noch kein Go, dass es nach unten geht. Und solange das nicht gesetzt ist, ist es nicht gesetzt. Ja, das heißt, er kann sich die Schlüpfer links wie rum, rechts rum anziehen. Der kann sich die auf den Kopf ziehen, der kann die Arme reinstecken, der kann zwischen seinen Zehen das lang ziehen, wie er lustig ist. Der kann er machen, was er lust, wie er Bock hat hier einfach, ne? In der Range. Mir wird wichtig auf der Ebene, wann gehen wir über der 16.000 aus dem Band raus? Wann gehen wir unter der 16.700 15.700 aus dem Band raus? Das sind für mich auf der Ebene Signale, wo ich sage, dann gehe ich davon aus, dass wir Bewegung kriegen, dass wir hier 500 Punkte vielleicht auch mal in eine Strecke laufen können. Ja, oder dass er, der kann auch einen Fehlausbruch machen, in die andere Richtung voll durchziehen, aber der bleibt da fest weiter dabei, dass wir den hier in den nächsten Wochen nochmal 400, 500 Punkte entfernt vom aktuellen Niveau sehen werden. Aber ich habe noch kein Signal, auf welcher Seite das sein wird. Ja. Punkt. Punkt. Ja, die Leute, die länger zu gucken, die wissen so ein bisschen, was ich favorisiere, aber grundsätzlich hatte beide Optionen. Und ich als derjenige, der euch immer wieder vorpredigt, dass es wichtig ist, dass wir neutral sind, ich lebe das halt auch vor. Und das ist mir egal, wenn er dann oben rausgeht, dann geht er oben raus. Dann ist das so. Ja, und wenn er unten rausgeht, dann freue ich mich ein bisschen mehr, als wenn er oben rausgeht. Ja, das gebe ich ja zu. Aber getradet wird das, was kommt. Und das ist wichtig. Und hier ist noch nichts. Ja? So, und da können wir gerne rechts und links und wieder jeden Tag gucken. Und uns darüber freuen. Die Marken bleiben die gleichen. Er pendelt immer wieder zwischen den gleichen Marken rum. Wichtig ist jetzt hier die 87, die 77 wieder. Naja, also das wird so eine massive Unterstützung. Wir haben zum einen ist die 87 ohnehin schon immer wichtig gewesen. Dann haben wir jetzt so den Gap Close. Dann haben wir hier so ein Pullback auf so eine alte Trendlinie. Ein 61er Retracement. Ich habe es nicht angelegt, aber es wird wahrscheinlich auch hier in dem Dreh rumliegen. So Pi mal Auge müsste das Ende ungefähr passen. Das heißt, das ist ein super Support. Und wenn der von dort zündet, dann kann der locker an die 900 auch ran. Wieder so eine 860, 900, das ist erreichbar. So, und dann denken wieder immer alle, oh, dann denken wahrscheinlich alle, oh, jetzt springt er gleich oben raus und dann kommt er erstmal wieder zurück. So, das würde ich für den Mittwoch erwarten. Ja, ansonsten, mich würde überraschen, ehrlich gesagt, wenn er unter der 780 rausgeht. Es würde mich ein bisschen überraschen, aber ich denke, wenn er unten rausgeht und auch so unter 760 fällt, dass dann auch eine 670, 37 durchaus Chancen bekommt, dass wir da hingehen. Na, dann rennt er vielleicht ein bisschen. Na, wenn die Kryptos noch blutrot dazu sind, würde es auch gut reinpassen. Ja? Und was mich auch überraschen würde, was ich aber nicht denke, dass wir es kriegen, wäre, wenn er die 49 überwindet. Das fände ich stark, das fände ich ein gutes Signal. Aber das Interessanteste, was hier eigentlich passiert ist, ist, dass alle momentan, die Amerikaner sind schwach und würde der DAX nicht so gegen werden, stände der, wenn er den Amerikanern hinterher machen würde, sonst wo. Dann hatten die Amerikaner zu, dann ist der DAX komplett den ganzen Tag nur durchgestiegen, kaum sind die Amerikaner wieder da, kommt er runter. Ne, dann sollten vielleicht die einen oder anderen, die das immer lautkräftig vertreten haben, vielleicht ihre These auch mal hinterfragen. Ne, das hat man jetzt ganz klar auf ein Silbertablett bekommen, dass hier vielleicht die Verkäufe im DAX amerikanisch motiviert sein könnten. Vielleicht schichten die auch um, vielleicht haben die keine Lust mehr auf Europa, auf europäische Titel. Passiert ja nichts.
Ja, so ein Kack-Nasdaq, den kannst du kaufen, der steht ein Jahr später doppelt so hoch. Ein DAX, pff, den hättest du wann kaufen müssen, damit er doppelt so hoch steht? Ich meine, gut, wenn du einen Corona-Tief erwischt hast, da will man so über die letzten Jahre gucken, wo waren die Hochs gewesen, wo war denn das Hoch 2015, wo war das Hoch 2013? Er ist schon ein bisschen mau. Und wenn man sich dann noch einen Eurostoxx anguckt, der noch nicht mal das alte 2000er Hoch erreicht hat, kann ich es verstehen. Kann ich verstehen, wenn da jemand keine Lust mehr drauf hat. Aber gut, Fakt ist trotzdem, trotz allem denke und vielleicht Amerikaner, und das ist ja eigentlich gar nicht meine Art, weil mir ist immer wichtig, dass ihr neutral bleibt und sowas kann ja auch beeinflussen. Ne? Dann denkt man jetzt immer, ah ja, die Amerikaner wollen die Titel im DAX verkaufen und plötzlich steigt es alles mit den Amerikanern. Mitgehen, mitgehen, das ist das, was hilft. Ne? Denken kann man, was man will. Man kann auch in Nachrichten den ganzen Tag lesen, was man will. Helfen tut nur mitgehen. Und wenn ich sehe, dass der von der ersten Minute nicht oben raus will, dann will er nicht oben raus, dann gucke ich mir unten den Rücklauf an. Wenn den auch nicht nimmt, dann geht er halt weiter. Und so mache ich es jetzt auch hier. Guck mir die 87 ganz genau an, kommt die nach oben, drückt die schön, presst die rein. Dann kann man da long probieren. Dann kann man da long probieren bis 900. Aber macht er das nicht, drückt er mir noch rote Kerzen durch die 87, 77 durch. Naja, dann ist er auch drauf geschissen. Ja, dann soll er halt unten raus. Ja, ich würde dann nicht unbedingt hier bei 67 einen Short zünden. Das verstehen auch manchmal Leute falsch. In der Analyse wird jetzt zum Beispiel stehen, unter 77 hätte der DAX Tendenzen zu 67, 37 und 6,70. Das heißt aber nicht, dass ich dann jetzt hier bei 67 oder 7,59 einen Stop-Sell reinstelle und mich dort einfach Short reinknall. Das würde ich auch nicht machen. Nee. Ich will erst von ihm eine klare Lage, eine klare Tendenz und dann greife ich in Rückläufen die Kiste an. Ja, oder guck mir so eine wichtigen Bereiche an, wenn die schön reagieren, dann das kann ich mir gut vorstellen. Ja, dass man hier so eine 87 dann hoch einfach mal antradet Richtung 860 und 900, wenn die schön kommt. Ne? Wenn er das schön wegsieht und reagiert, das sind so die Sachen. Da kann man hier einfach drauf gucken, solange wir in der Range sind, weil der läuft ja eh die ganze Zeit zwischen den Marken. Dann kann man das auch nutzen und richtig wieder in die Trendbewegung rein Positionen aufbauen. Das fange ich erst an, wenn wir richtige Ausbrüche kriegen. Ja. Auch auf das Risiko hin, dass es erstmal ein Fehlausbruch wird. Aber ich würde es trotzdem versuchen. Egal, ob es oben oder unten wird. Ja. So, oben hat er auch Chancen. Ja, wenn er mal richtig rauskommt und loslegt. Aber hier sehe ich jetzt eigentlich die attraktivsten Bereiche zum Mittwoch, sehe ich im Bereich um 87, 77, sofern er uns denn den noch bringt. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus momentan. Ja, von daher, wir machen das jetzt hier zu. Wir haben drüber gesprochen, Tagesschart, wir haben über die 2 Stunden gesprochen, wir haben nochmal über die Range gesprochen, über dieses bereite dich auf alles vor, sei neutral. Also eigentlich das tägliche Programm, was alle mittlerweile auswendig können sollten. Aber es ist wichtig. Ich merke das auch. Wenn ich sowas mal 2 Tage nicht sage, dann rennt der Markt auch. Man merkt es an den Leuten manchmal ein bisschen. Ne? Auch wenn manchmal habe ich den Eindruck, manch einer macht das mit Absicht, dass er mir gleich 9 Uhr zeigt, dass er die Analyse vom Tag schon vollkommen vergessen hat. Ne? Aber es hilft halt nur an. Immer wiederholen, immer wieder drauf gucken, das festigt, das sichert, das gibt Sicherheit. Sicherheit im Trading ist wichtig, das ist einfach so. Wer mit Unsicherheit rumstochert, verliert am Ende auch bloß. Naja, und von daher haben wir es lieber einmal mehr gesagt. Also, es schadet ja nicht. Schadet ja nicht. Ja, die 2 Minuten, die man sich da mehr aus dem Kreuz leiert, das ist nicht zum Nachteil. Gut, also Punkt, Fakt, alles besprochen, alles gesagt. Ich mache hier aus, wünsche euch viel Erfolg zum Mittwoch, drücke euch die Daumen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.